Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Train Sim World. Schön, dass du wieder da bist, 2020. Leute, diese Woche ist Release von Train Sim World 2. Wir freuen uns drauf. Deswegen gibt's jetzt nochmal Nonstop-Folgen hier, würde ich sagen, damit wir das Ganze jetzt hier ordentlich abschließen können mit Train Sim World 2020 und natürlich den zweiten erfolgreichen Empfang nehmen können. Deswegen sind wir heute mal mit einer Lok unterwegs, die 146. Und dementsprechend sind wir hinten die Dosters und ja, lassen wir uns überraschen. Hoffentlich vielleicht heute mal ohne Zwangsbremsung. das ist ein guter Witz, das ist ein guter Witz. So, werden wir erstmal hier soweit alles hier vorbereiten und dementsprechend, ja, erstmal die, nee, warte, wir müssen links die Türen öffnen, damit die Fahrgäste hier natürlich einsteigen können. Und was mich hier nervt, ist dieses hier. So, Bremse lösen, hell. Beleuchtung, Fahrgastraum natürlich an, selbstverständlich, Signallichter. Ja, machen wir einfach alle hier, wa? Warnsignal alle? Sehr schön, passt. So, dementsprechend, ja genau, können wir hier noch PZB, SIFA anmachen, Vorwärtsgang rein. Und ja, soweit sind wir startklar, würde ich sagen. Dementsprechend, ja, sind wir heute auf dem RE1 unterwegs von Bochum nach Duisburg auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Eine mit der besten Strecken, wie ich finde. Also die letzten DLCs, die waren richtig gut gewesen. So die ersten, naja, die waren eher weniger gut. Aber so die letzten, die so rausgekommen sind hier, die kann man echt gut fahren. Ja, also es macht schon echt Spaß, denn dort loszudüseln. So. Und los geht's, würde ich sagen. Wattenscheid, Bahnsteig 1. Zugbeeinflussung. Ich geb's nicht auf. Ich geb's nicht auf. Ich will's halt irgendwann mal packen, ja. Ich hatte ja schon im Livestream ja angekündigt gehabt, dass ich ja hier Probleme habe mit den Signalen hier, dass ich das teilweise echt übersehe zwischen Gelb und Grün. Haben wir dann auch getestet und ja, man kann es wirklich kaum beschreiben, ja, was das für ein Gefühl ist, wie unangenehm das ist, ja, wenn alle Leute das sehen können, nur du kannst es nicht sehen. Schlimme ist, dass mir das hier bei Train Sim World halt so massiv auffällt, so. Sonst habe ich eigentlich normalerweise keine Probleme damit, im Train Simulator oder sowas zu sie, so an sich nicht wirklich große Problematik. Aber ja, hier, wie gesagt, in Train Sim World fällt mir das halt massivst auf, dass das halt echt schade ist. So. Nächste Station, Wattenscheid. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, mit einem extra Tool wurde sich, glaube ich, unter der letzten oder vorletzten Folge mal gewünscht, dass wir das Ganze mal mit der Ansagen hier machen. Da gibt es ein wunderbares Tool, das nennt sich FIS 2005, was damals schon für den Microsoft Train Simulator im Einsatz war, was man heute auch benutzen kann für Train Simulator von Dovetail Games oder sonst irgendwas. Das funktioniert halt auch für die deutschen Strecken, ja, gibt es hier, also nicht originale Ansagen, aber es gibt Ansagen zumindest, ja, die man dann halt dementsprechend dann immer einspielen kann. Also FIS 2005 kann ich empfehlen. Ist aber ein bisschen, ja, man merkt halt, dass das Programm nicht mehr up-to-date ist. Funktioniert teilweise extrem schlecht. Also man kann zwar Hotkeys hier sich rauflegen, ja, auf die Tasten. Das funktioniert aber leider nicht so, wie es eigentlich laufen soll. Deswegen muss ich jetzt halt immer so ein bisschen raustappen. Aber ich hoffe, das kriegt ihr nicht so groß mit. Auch habe ich mal meinen HUD ein bisschen angepasst, ne? Also jetzt knallt mir hier nicht mehr irgendwie alles voll. Jetzt sehen wir oben nur noch, wie viele Kilometer wir fahren müssen. Finde ich, glaube, ist ein bisschen übersichtlicher, das Ganze.
Da müssen wir ein bisschen härter in die Eisen. Weil der Haltepunkt ist nämlich relativ weit vorne. Und dementsprechend, ja, mussten wir leider jetzt ein bisschen härter in die Eisen. Ziffer bestätigen. Und zum Stehen kommen. 12 Meter, naja. Geht besser. Nein, ich will links. Danke. Und Fahrgäste einsteigen lassen. So, Fenster auf. Ah, ich habe aber was vergessen. Obwohl. Machen wir mal ohne. So. Türe zu. Und rauslinsen in Wattenscheid hier. Wir haben bewölktes Wetter, passt. Ist ein bisschen besser für mich, halt auch die Signale da ein bisschen zu deuten, halt. Ja, deuten, ja, das ist immer so eine Sache. Jetzt gar nicht. Weil jetzt noch Pause haben hier oder ob es gleich weitergeht. 26. Oh, wir können uns hinsetzen und Türen schließen. Normalerweise sagte Phasus, macht man das immer so. Muss die Türen schließen, gucken, ob keiner eingeklemmt ist, so wie bei der S-Bahn. Und dann kann man hier losfahren. Das werde ich jetzt nicht jedes Mal machen, meint aber so ist der offizielle Ablauf. Ui, jetzt sind wir mit ein bisschen viel Schmackes hier los. Ja, ist schon schön. Ist schon schön. Jetzt am Donnerstag müsste das, glaube ich, sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kam Transit World 2 am Donnerstag. Dienstag kommt ja dann, also morgen, der Flight Simulator. Nee, heute. Heute müsste der kommen. Gibt's heute Abend Livestream, Leute. Gibt's heute Abend schon instant den Livestream. Die Woche wird irgendwie sowieso ein bisschen sehr YouTube-lastig bei mir. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Denn, ja, wir müssen natürlich, Flight Simulator gibt es einen Livestream, Transom World 2 gibt es einen Livestream. Und dann haben wir sowieso am Wochenende, werden wir dann auch gleich weitermachen mit Fliegen und Fahren und so weiter und so fort. Also diese Woche ist ein bisschen was los hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. So, nächster Halt ist Essen Hauptbahnhof. Und dann ja. Dann haben wir die Zeit jetzt noch sinnvoll genutzt hier mit Transom World 2020. Noch ein paar Livestreams hier fertig gemacht. Nächste Station, Essen Hauptbahnhof.
Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn in Richtung Gelsenkirchen, Kettwig und Wuppertal, zur Stadtbahn sowie zum Fernverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. So. So, ja, einmal hat es mir das Signal gezeigt und einmal gab es jetzt ein direktes Streckenschild. Ich habe jetzt beide bestätigt. Weiß nicht, ob es jetzt zu viel war. Aber doppelt hält besser. So, kann man so wieder aussteigen lassen, die Fahrgäste. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, weil wir da sein sollten. Ach Mensch, so ist das, Leute. So ist das. Ah, das wird alles so toll. Diese Woche. Ich finde es halt tatsächlich, habe ich mich letztens mit jemandem unterhalten darüber, dass es ein bisschen schade ist, dass gerade gleich zwei Hochkaräter innerhalb einer Woche kommen. Ja? Das ist das Problem, dass du dann halt eigentlich das ganze Jahr über ja dann nichts mehr wirklich kommt. Halt ein DLC oder mal sowas, ja. Irgendwie, klar, sowas wird kommen. Aber so ein direktes Hauptspiel oder sowas kommt nicht mehr. Und das ist ein bisschen schade, meiner Meinung nach, weil du hast dann dieses ganze Jahr, auf was du dich nicht mehr freuen kannst, halt so, ne? Weil irgendwie was Großartiges kommt oder irgendwie sowas, ja. Das ist schon echt schade. Meine, im ersten Moment natürlich eine coole Sache, weil jetzt kommt auf einmal gleich zwei Sachen, dann weißt du wieder gar nicht, was du zuerst spielen sollst. Aber andererseits finde ich es halt ein bisschen schade, denn halt, ne, dass das dann halt wirklich, dass da nichts mehr kommt. Das ist halt übelst traurig. Schöne Lok hier, die 146. Obwohl, das ist wahrscheinlich so für Leute, die halt wirklich sich damit halt mega auskennen, ja, so, ich sag mal so ein Phasus oder sowas, ja. Die ganze Baureihe sieht ja irgendwie gleich aus, die hat 20.000 Nummern. Ich sehe da jetzt nicht groß Unterschiede. Vielleicht ist bei dem einen da, der Scheinwischer nur, hat nur einen Arm oder sowas, keine Ahnung, Aufbau vielleicht irgendwo ein bisschen was anders. Aber so im Großen und Ganzen, ne, sehen die gefühlt alle gleich aus. Naja. So, dann machen wir mal die Türen schließen. Ausgucken. Keiner eingeklemmt. Wundervoll. Können wir uns hinsetzen. Bremse lösen. Und abfahren.
zieht. Ist kalt. Ah, großartig. Ich habe jetzt auch all eure Kommentare jetzt natürlich gelesen. Ich lese ja sowieso alle Kommentare. Ne? Ich antworte nicht immer, aber ich lese sie zumindest gerade, was jetzt auch so in den ÖPNV-News und alles sowas halt immer reinkommt, ne, lese ich. Also es gibt schon, es ist schon eine gespaltene Sache wieder, ne, mit Transim World 2 habe ich mitbekommen. Der eine freut sich, der andere nicht, ja, und gibt natürlich dann auch die Gründe an, wieso, weshalb, warum halt, ja. Der eine sagt, es hat sich nicht wirklich viel getan, der andere sagt, es ist nur ein Streckenupdate und der nächste sagt wieder so, es ist großartig, er freut sich halt tierisch drauf, ja. Es ist halt schwer halt, ja, wir hatten das Ganze ja auch im Livestream so ein bisschen besprochen gehabt und haben uns ja darüber so ein bisschen unterhalten, was meiner Meinung nach Dovetail Games hier so ein bisschen falsch macht. Und zwar ist es ja der Punkt, das Ganze, das ja schön ist, dass sie ja neue Features hier mit eingebaut haben, mit Szenerie, Editor und hast du nicht gesehen, ja, dass du jetzt eigene Szenarien basteln kannst. Warum hat man nicht die Möglichkeit gegeben, das zu veröffentlichen? Ich verstehe das nicht. Das ist doch eines der wichtigsten Faktoren, ja. Multiplayer nicht dabei, ja, deswegen kann ich dann schon verstehen, dass der ein oder andere da ein bisschen enttäuscht ist halt, ja, von den großen Ankündigungen. Klar, du kannst jetzt so U-Bahn fahren, ja, Schnellstrecken kannst du jetzt fahren, du hast jetzt längere Strecken. Also das ist jetzt ja zumindest schon mal das, so ein paar Eckdaten, die jetzt halt groß gehypt werden, aber so im Großen und Ganzen sind es immer so eine kleinen Sachen, wo es denn zum absoluten vollständigen Produkt fehlt halt immer. Das ist immer so ein Punkt, den konnten wir im Livestream auch nicht klären, warum das Ganze so ist. Wir finden es halt ein bisschen schade, das ist schon wieder so absolut verschenktes Potenzial, ja. Natürlich ist dann auch die Frage zu Recht, lohnt sich Transim World 2 gegenüber Transim World 2020? Absolut berechtigte Frage. Und die kann halt nur jeder für sich selbst entscheiden. Oder spätestens dann, wenn es die ersten Testversionen gibt. Ja, wenn man das mal von einem anderen Spieler als wie vom Entwickler selbst zum Beispiel hört, ja, ob sich da jetzt irgendwie was getan hat, ja, dass man da eventuell was sagen könnte zu. Aber so im ersten Moment halt, ne, hört sich das alles genauso an wie Transim World 2020. Ich bin ja nun sowieso, ja, so ein Simulationskanal und freue mich natürlich, wenn immer eine neue Simulation in so meine Richtung kommt. Jetzt halt, also klar, wenn so ein Landwirtschaftssimulator kommt, habe ich nicht viel von. Aber wenn es jetzt so um Zugsimulationen geht und alles sowas, ja, fahre ich das schon sehr gerne. Und freue mich dann dementsprechend halt auch. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was mich, ja, erwartet auf jeden Fall. Ja, das ist... Das könnte auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Nächste Station. Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, links. Siefer bestätigen. ...2,4 Kilometer haben wir noch vor uns. Und ja, naja, wie gesagt, wir werden uns auf jeden Fall das ganze Ding, ich werde es wahrscheinlich ja selbstverständlich nicht gleich schaffen, dass ja am Donnerstag gleich die erste Folge TSW 2 kommt, weil ich ja selber, genauso wie ihr, mir das Produkt ja kaufen muss. Ich muss ebenfalls warten, bis das Ganze released worden ist und so weiter und so fort. Und dementsprechend schaffe ich es natürlich nicht, jetzt am Donnerstagmorgen schon eine Folge online zu stellen. Wir werden es aber abends dann halt im Livestream angucken. Das ist so schon, das ist schon so komplett eingeplant, ja, sodass wir uns auf jeden Fall zum Release-Tag Transim World 2 angucken werden. Und danach gibt es dann so die Folgen. Das ist genauso wie das gleiche wie bei so ein bisschen beim Flight Simulator, da ist ja genau das gleiche. Ne? Dass wir auch da wirklich warten müssen, bis jeder die Version hat. Und ja, dementsprechend wisst ihr halt Bescheid, dass falls eine alte Folge kommt, in euren Augen noch, ja, dann ist genau der gleiche Grund wie ihr, weil wir müssen auch warten. Aber dann in den nächsten Tagen dann auf jeden Fall sollte denn die ersten Folgen dementsprechend dann erscheinen, denn und ja, dann werden wir mal gucken. Wie gesagt, mein persönliches Highlight ist ja U-Bahn London. Ja, da bin ich mal ziemlich gespannt drauf.
hoffe natürlich, dass es nicht nur das Einzige war, sondern dass es dann irgendwann mal ein bisschen mehr davon gibt, denn ja, dass das Dovetail Games nicht wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen versaut. Das wäre für mich auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Und sonst, klar, ICE, ne, fahren Köln-Aachen, großartig. Denke ich mal, werden wir auch nichts falsch machen. Das Einzige, wie gesagt, was mich persönlich halt überhaupt nicht interessiert, das ist das Ganze mit, ja, diese komische Strecke hier, Sand Patch Grade oder wie das heißt. Oh, darauf kann ich verzichten. Habe ich die PZB gar nicht an? Doch. Jetzt muss ich erstmal gerade gucken. Das läuft so gut, weißt du? Deswegen. Deshalb, so, Ausstieg war ja links, genau. Bis 41 sollen wir warten, dann können wir jetzt schon die Türen schließen. Was soll's. Haben wir uns auf ein bisschen Platz, uns vorzubereiten. Mussten wir jetzt ja neu machen, weil ich es ja deaktiviert und aktiviert hatte. Hui, so, 140. Hoff mal, dass es auch die Leistung jetzt nicht mehr zieht oder sowas. Man muss schon sagen, Transim World läuft schon gut, ja, ist doch richtig gut. Nächste Station, Duisburg Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Krefeld, Oberhausen und Wesel und zur Stadtbahn. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Rechts, ja. Ui, ein bisschen zu schnell. So. Aber ich werde es wahrscheinlich auch wie in den anderen, also wie jetzt in dem Transim World jetzt so machen, dass ich da auch wahrscheinlich jede Strecke kaufen werde. Je nachdem, ne? Spätestens dann, wenn es mal irgendwie im Angebot ist oder sowas. Deutsche Strecken, klar, werden sofort gekauft, instant. Zugbeeinflussung. Aber so. Die ausländischen Strecken, da werde ich dann mal gucken, dass ich das Ganze dann dementsprechend kaufe, sobald es dann ja, ein Angebot gibt oder sowas. /47 soll man da sein. Naja, schauen wir mal. Zugbeeinflussung.
Oh ja, jetzt war ich mir nicht mehr so sicher. Hätte ich doch letztes Mal eine Zwangsbremsung gehabt. Kann ich mich hundertprozentig daran erinnern? Ich glaube, das hat auch was ein bisschen mit Streckenkunde so zu tun. Ja? Wenn du die Strecken natürlich nicht kennst, ja, dann stellst du dich natürlich an wie absoluter Neuling. Jetzt bin ich halt schon ein bisschen öfter jetzt Strecke jetzt hier abgefahren und dementsprechend merkst du dir halt so Gefahrenstellen und alles sowas, ja? Wo du dann halt weißt, oh, warte mal, da war was. Aber klappt natürlich nicht, wenn du das ein, zwei Mal gespielt hast. Ne? Da musst du schon ein paar Mal denn. Oh, genau. Ich habe noch überlegt, drückst du jetzt? WT nicht zeitgerecht bestätigt. Das ist echt wieder untergegangen, ja? Mann. Weil ich mich schon gewundert hatte, da die 80. Irgendwo muss doch da dieses Schild gewesen sein oder irgendwie sowas. Und so war ja nicht schneller als 45. Mann. Leute, ich sag euch. Das ist das, was ich meinte mit Streckenkunde. Ich weiß jetzt, okay, alles klar. Kurz vorm Kilometer davor ist irgendwas. Müsste mir wahrscheinlich das besser einzubringen oder zu lernen halt tatsächlich das Ganze mir echt nochmal anschauen, wo jetzt da der Fehler war. Vielleicht sehe ich es ja denn. Da kam die Zwangse wieder mal. Ich danke dir. Gut, also Transom World 2020 habe ich nicht geschafft ohne Zwangsbremse. Ich hoffe dann wirklich, dass sie was hier mit dem Lichtsignalsystem hier verändern. Das ist mir wirklich echt mal. Da müsste man echt mal fragen, ob die da irgendwie mal so einen Modus da mal reinmachen können für rot-grün-schwäche Menschen, so, weißt du? Ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht gesehen. Das muss schon wieder so von dem Grün wahrscheinlich wieder überdeckt haben. Und ich habe das Ganze ja schon ein bisschen eingestellt, sage ich mal so. Ne? Du kannst ja die Innie ein bisschen verstellen. Bremsen. Kannst du sie ja ein bisschen modifizieren. Und da habe ich schon versucht, diesen Blendeffekt rauszuholen. Du kriegst ihn nicht raus, diesen Blendeffekt. Ja? Das ist richtig abartig. Ich hoffe, die haben... Auf den Scheiß haben sie verzichtet diesmal. Ja. Ja, Leute. Aber was soll ich sagen? Das war wieder eine weitere Folge hier mit Transom World. Mit mir hier dem Bio. Wieder mal mit Zwangsbremsung. Großartig. Freue ich mich. Ich hoffe dennoch, dass euch die Folge gefallen hat. Und ja, könnt ihr ja gerne mal sagen, wie es jetzt mit den Ansagen fandet. Und ob wir das dann zukünftig dann auch in TSV 2 so haben wollen. Denn da wird es ja wahrscheinlich auch keine Ansagen geben. Dementsprechend wird uns das Programm wahrscheinlich noch lange begleiten. Bis 2005. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich es unten in die Videobeschreibung rein, wo ihr das Ganze runterladen könnt. Mit den Ansagenpaketen, die ihr natürlich auch noch braucht. Und dann ladet euch das runter und dann benutzt das gern selbst. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage tschüss Leute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.